Er sagte, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, in Jami'u al-Rasail, Musibatun tuqbalu biha ala Allahi azza wa jal, khayrun min ni'matin tunsika dhikra Allahi azza wa jal. Dass du durch einen Schicksalsschlag, der dir widerfahren ist, du hast dein Kind verloren, du hast dein Geld verloren, du hast deine Eltern verloren, ein Schicksalsschlag, mit dem du Allah subhanahu wa ta'ala treffen wirst, und du warst geduldig und hast dich nicht über Allah beschwert, du warst geduldig, das ist wichtig. So ist das für dich besser. Also das heißt, ein Schicksalsschlag, der dich hart getroffen hat im Leben, der vielleicht sogar dein Leben verändert hat, ist besser, sagt er, rahmatullah alayh, als eine Gnade von Allah, die er dir gegeben hat, die dich aber vergessen lassen hat, Allah zu erwähnen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rahmatullah alayh. Was für eine wunderschöne Aussage. Ich übersetze es dir nochmal, das musst du unbedingt verstehen. Du wirst mit einem Schicksalsschlag geprüft. Was passiert? Du bist geduldig. Du liebst Allah weiter, subhanahu wa ta'ala. Und vor allen Dingen, durch diesen Schicksalsschlag nährst du dich vielleicht Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah nennt uns auch den Grund für Prüfung, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, damit sie zum Gedenken Allahs, zum Wege Allahs azza wa jal zurückkehren, subhanahu wa ta'ala. Hikma, Weisheit. Durch diesen Schicksalsschlag, der dich hart getroffen hat, aber der dich Allah näher gebracht hat, dieser, sagt Sheikh al-Islam, ist besser für dich als eine Gnade, die du bekommen hast, viel Geld, eine wunderschöne Frau oder Kinder, die aber dafür gesorgt haben, dass du Allahs vergessen hast zu gedenken.